Jo, moin liebe Pyros und nochmals frohe Weihnachten. Wir kommen zum ersten Extra-Türchen des Pyro-Adventskalenders. Und zwar, ja, viele Kommentare waren es dann leider doch nicht. Ich habe mich dann aber für den Kommentar von Mr. Pyro XXL entschieden, weil er hat nämlich vorgeschlagen, am ersten Tag die dicken Brummer XXL und am zweiten Tag die Koboldfontäne oder umgekehrt, ich weiß es gar nicht. Muss ich gleich nochmal gucken, welchen wir als erstes zünden. Ja, ich werde seinen Kanal mal in den Videos verlinken in meiner Beschreibung und ja. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Bei mir gab es tatsächlich doch ein bisschen was Pyrotechnisches, also jetzt nichts zum Anzünden, ja auch, aber ich zeige euch das mal einmal kurz. Hier einen coolen Hoodie. Ich finde den Spruch mega geil. Hammer. Also richtig, richtig fett. Und einmal ein schönes T-Shirt. Passt zu mir, absolut. Und dann habe ich ganz spontan noch ein bisschen Knallkram gekriegt. Das, was jemand noch übrig hatte. Ich filme da mal einmal so rein. Das ist einfach nur eine Tüte voller Böller. Verschiedenste Böller. Ne? Ganz normal die. Oh je, schnell wieder rein. Ne? Nichts Besonderes und nein, da ist keine Batterie drin, sondern auch da sind, weiß ich gar nicht, ich gucke da mal einmal rein. Ich will hier jetzt gar kein großes Unboxing machen. Hier ein paar Böller, noch mehr Böller, Pyrocracker ohne Ende, noch ein paar Böller. Boah, hier Ladyknaller, das ist richtig geil. Von Weg, oh, da ist die Kamera. Richtig geil, 400er. Ja, Mini-Knaller, ne? Kann man nie genug haben. Hier eine kleine Feuerbatterie, finde ich auch mega geil. Nochmal ein paar Superböller 1 mit diesem schönen Drachen drauf und diverse Pyrocracker. Hier, das mit diesem Tigerkopf kenne ich gar nicht von Komet. Ja. Und was ist das noch? Achso, Superböller 2 von Weko in dieser Pappschachtel. Ja, da freut man sich doch drüber. Und worüber ich mich richtig freue, meine neue Kamera ist endlich da. Yeah! Komm, mach mal scharf hier. Die Panasonic HC-V777. Kennt sicherlich der ein oder andere von euch. Ich habe sie noch nicht getestet. Ich muss sie erstmal einstellen und so weiter. Ist aber richtig, richtig, richtig geil. Und ich denke mal, damit können wir in Zukunft richtig gute Videos machen. Das Mikrofon dazu kommt noch. Ich weiß, ich krieg's zum Geburtstag. Ich habe nämlich bald Geburtstag. Da kriege ich da noch das Mikrofon von Rode dazu. Dieses mit dem Rode Mikrofon kennt wahrscheinlich auch jeder. Ist allerdings eine richtig geile Kamera. Ich habe die einmal angehabt. Der Zoom ist super. Die hat einen Feuerwerksmodus. Und ich weiß gar nicht, ob die einen Bildstabilisator hat. Ich habe mich damit noch nicht hundertprozentig beschäftigt. Muss ich nochmal in Ruhe machen. Aber da, was das angeht, hat sich das Weihnachtsfest auf jeden Fall richtig gelohnt. Ich gucke jetzt gleich nochmal eben ins Video, was der Mr. Pyro XXL sich für den ersten Weihnachtstag und was für den zweiten Weihnachtstag gewünscht hat. Und dann melde ich mich gleich wieder zur Zündung. So, ich habe mich jetzt einfach mal entschieden. Und zwar nehmen wir für den ersten Tag heute die dicken Brummer XXL von Weko. 8 Stück sind drin, 2 Stück zünden wir. Und das sind richtig fette Teile. Also so von der Größe her würde ich sagen, ja, kann man fast, ich weiß jetzt nicht, mit was ich das vergleichen kann. Von der Dicke würde ich fast sagen, C-Böller Größe. Von der Größe her, na, ist auch egal. Ich bin gespannt. Und dann würde ich sagen, lass uns mal überraschen, wie die so fett brummen. Die finde ich ja geil. Und der zweite. Alter, die sind ja richtig fett. Richtig schön dumpfer Brummton. Leute, kauft euch die. Die gibt es beim Lidl. Richtig geil. Und dann sehen wir uns morgen zum, ja, diesmal aber wirklich letzten Türchen.